Nina, ein bisschen haben wir schon über Verliebt in Berlin und Soko gesprochen, aber wie unterscheiden sich diese beiden Serien eigentlich im Arbeitstempo? Ei, natürlich wird anders gearbeitet. Also wir sind ein viel größerer Stab gewesen. Das Ensemble bestand aus 14, 15 Leuten. Natürlich gab es die Protagonistin und spielte ich die Antagonistin, aber darum herum wandelten sich so die Stränge. Jeder hatte mal einen größeren, kleineren Plot. Hier sind wir ein Team von, also ein Ensemble von 4 Leuten. Dort haben wir 25 Minuten gedreht, hatten allerdings 3 Kameras. Hier drehen wir jeden Tag 6, 7 Minuten und haben eine einzige Kamera. Und die Auflösung ist natürlich nochmal viel hochwertiger hier in so einem Krimi-Format, weil es da natürlich auch um Details gehen kann oder um Blicke oder so. Und da wird schon Wert drauf gelegt. Ist schon ein anderes Arbeiten. Mhm. Und wie lange dauert es eigentlich, bis so eine Soko-Folge fertig ist? Wie viel Zeit habt ihr am Set? Wir haben nur 6,5 Tage. Also das ist auch neu, alle anderen Soko-Formate. Ich bin mir nicht ganz sicher bei Soko Wismar, aber alle anderen Sokos haben normalerweise 8 Tage Zeit für eine Folge. Also es ist ein tatsächlich straffes Pensum. Das heißt, Qualität, während man eben auch eine bestimmte Quantität abliefern muss. Und was, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, den Unterschied mit der Soko macht, ist, wir haben hier fast täglich neue Kollegen durch diese Episodenhauptrollen. Also es gibt sozusagen ständig ein Kommen und Gehen, während bei Verliebt in Berlin waren wir so ein kleiner abgeschirmter Kosmos irgendwo in Berlin-Adlershof, versteckt im Nirgendwo. Und hier ist das eben, da kommen Leute, die spielen am Deutschen Theater in Berlin oder die spielen hier am Staatstheater in Stuttgart. Die sind alte Hasen im Theater, aber haben noch nicht viel gedreht oder die haben schon ewig viel gedreht, wollen aber erst noch auf eine Schauspielschule gehen oder so. Das ist großartig, wenn man so ja noch relativ jung ist und in diesem Beruf noch nach wie vor so reinwächst, dass man sich so ausprobieren darf, auch im Miteinander. Also einfach Leute zu beobachten, wie gehen Kollegen mit anderen Kollegen um, wie gehen die mit Stress um, wie gehen die mit sich selber um, wie behandeln die das Team, wie erarbeiten die sich eine Figur, liefern die jedes Mal dasselbe ab oder ist es ein Miteinander im Spiel? Das ist bezahlte Schauspielschule sozusagen. Du selbst hast ja eine Schauspielschule besucht. Wie bist du überhaupt zum Schauspiel gekommen? Ich habe ein sehr gutes Abi gemacht auf der Schwäbischen Alb und war eindeutig eher die Generalistin als die Spezialistin und wusste nicht, wofür ich geboren bin sozusagen. Und es gibt so einen tollen Satz von Robert Walser, der heißt, man lebt nicht, wenn man nicht für etwas lebt. Und nachdem viele in meinem Jahrgang dann zum Beispiel Lehrer geworden sind mit den Leistungsfächern, die sie dann eben schon an der Schule hatten, wusste ich bei Gott nicht wirklich, ich hätte mir so vieles vorstellen können. Und deswegen bin ich eben dann dieses Jahr nach Paris gegangen und war danach so klug als wie zuvor. Und dann habe ich im Theater, das ist wirklich eine Kindergeschichte, habe ich im Theater das erste Mal gehört und ich saß da immer und mir hing die Wimperntusche wirklich Adamsapfel, weil mich alles so berührt hat. Da hörte ich, wie sie sich über eine Schauspielerin unterhielten, im Publikum in der Pause und meinten, die hat ja auch an der und der Schule studiert. Dann konnte ich mir den Namen der Schule nicht merken, aber dieses Zauberwort war gefallen zu sagen, Schauspielschule und Studium. Und dann habe ich mich beworben und hatte Glück, weil ich gleich in der ersten Schule genommen worden war, obwohl das mehrere Runden sind. Und der ganze Albtraum, den dann andere berichten, dass 1500 Leute vorsprechen und sie nehmen dann 12 oder bei uns waren es 20, das hat dann erst viel später eingesetzt, dass ich die Dimension ermessen konnte. Jetzt mal ein ganz anderes Thema. Deutschland hat den Eurovision Song Contest gewonnen. Hast du diesen ganzen Hype um Lena Meyer-Landrut und den ESC eigentlich mitbekommen? Na klar, ich war in Hamburg quasi dabei. Es hat leider so geregnet, dass ich nicht aus dem Haus gegangen bin, obwohl es gar nicht so weit weg gewesen wäre. Aber wir haben mitgefiebert mit Schwitzehändchen und uns mitgefreut und auf dem Bett getobt vor Freude für sie. Weil es einfach so ein, wie soll ich sagen, ein Zeichen von einer Sehnsucht nach Authentizität war, das da vielleicht getragen hat. Und dass manchmal ein schlichtes schwarzes Kleid und eine schlichte schwarze Bühne und ein Mädchen, das gerne lacht und das Herz am rechten Fleck hat und einen hellen Geist, dass das manchmal mehr ist als eine Glitzershow drumherum. Dann wird sich jetzt sicher freuen, dass wir einen Song von Lena hören. Und zwar nicht Satellite, sondern mal ein ganz ruhiges Stück, nämlich Mr. Curiosity. Ja, dann mal los. Ollis Radioshow, zweimal im Monat hier bei Oldenburg 1. Ollis Radioshow, schalten Sie ein, dann schalten Sie ab.